So, die Brüder müssen los. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Sehr gut. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten. Das, was ich hören wollte, schafft mir das. Wir brauchen es nicht mehr, aber ich wollte es. Also holen wir es jetzt. Hervorragend. Ab sofort steht euch ein neuer Handelsaußenposten zur Verfügung. Ihr macht mich glücklich. Geht mal einen Schritt zurück, falls ich auf diese komme, die Pferde noch zu kaufen. Zu spät. Bin auf die Idee gekommen. Gut, wo bleiben die Mönche? Ah, da kommen sie da angerannt. So, viel Spaß beim Knabenchor zu singen. Uns ist wohl bewusst, dass ihr keine Knaben mehr seid. Aber ich habe das Gefühl, die werten Universitätsangehörigen werden da schon für keine Probleme mit sehen. Die werden da schon einen Weg finden, eure Stimmen künstlich zu erhöhen. Wenn es nur ein Nagel auf dem Sitzbrett ist. Was? Handelsrouten. Zwei brauchen noch. Macht ihr bitte. Ah, die Händler dürfen jetzt an die Arbeit. Ich will das haben. Aus purem Prinzip. Ich möchte die theoretische Fähigkeit besitzen, einfach alles zu erhandeln, was wir für Händler brauchen. Und das haben wir jetzt. Die praktische Umsetzung spielt da gar keine Rolle. Eine neue Handelsoption ist verfügbar. Es fällt mir schwer zu glauben, dass wir auf Hasengeschwindigkeit spielen. Ihr habt eine Quest erfüllt. Der Chorknabe. Wunderbar, eure Geister sind am Visier angetroffen und ölen bereits ihre Stimmen. Ich bin sicher, dass der Konzil entzückt sein wird. Freund, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du weißt, wie Konzil funktioniert. Normalerweise besteht es aus ganz vielen verschiedenen Mönchen, die sich gegenseitig darüber verprügeln, ob Jesus nun Eier oder Müsli zum Frühstück hatte. Gut, diese Frage haben sie sich, glaube ich, nie spezifisch gestellt. Aber die haben sich auf Konzilen durchaus gerne mal verprügelt. Ich sage nur die vermaledeite Räuber-Synode von Ephesus. Was ein Clusterfuck das gewesen ist. Ich bin mir unsicher, ob es darum ging, ob es nun Monophysitismus oder Miaphysitismus gewesen wäre. Nee, wie war das? Duophysitismus und Miaphysitismus? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es war die Frage, ob Jesus zwei Naturen oder nur eine Natur hat. Ob er nun ganz göttlich ist oder göttlich und menschlich. Und darüber haben die sich so dermaßen zerfetzt, gegenseitig verprügelt, gegenseitig exkommuniziert. Es ist schlimmer als jeder Fußballverein gewesen. Vielleicht ungefähr so ähnlich wie Fußball-Hooligans. Man könnte sagen, spätrömische Mönche waren Fußball-Hooligans. Nur mit Jesus. Die waren absolute Wahnsinnige. So. Wo kommt die Bestechung für das komische Konzil? Ich bin gerade durch die Brücke durchgefallen. Wir warten! Bestechungsgelder! Warum marschieren wir nicht einfach mit unserer Armee beim Konzil ein und sagen, yo, welche Rolle spielt das Konzil überhaupt für uns? Welchen strategischen Wert bietet es uns,
wenn ein paar komische Universitätsmönche auf unserer Seite sind. Oder machen wir das Ganze nur, um in der Lage zu sein, das gesamte Gebiet in eine... Theoretisch vielleicht schon. Wenn es darum geht, das gesamte Gebiet hier, das wir gerade erobert haben, als eine persönliche Basis aufzubauen, von wo aus wir wunderbar gegen die Doppelkönige vorgehen könnten, dann macht es Sinn, dass wir dann die einheimischen Mönche hinter uns bringen. Ansonsten ist es Zeitverschwendung. Ah, unser Schiffchen. Hübsches Schiffchen. Zumindest hat man so viel Wert auf Konsistenz gelegt. Auf Kontinuität. Dass wir tatsächlich mit dem Schiff hier angekommen sind. Ich weiß noch nicht, von welchem Meer aus wir gekommen sein wollen. Weil das Ganze für mich sehr stark alles nach einem See aussieht. Es ist ein See. Ich beschuldige Raumfaltung. Wo haben Sie Kohlen? Wahrscheinlich muss ich gerade durch die Gegend gehen und einfach ganz kurz alle Münzen von überall sammeln. Weil wir sehr viele von dem ganzen Zeug haben. Wahrscheinlich sind 90% unserer Münzen noch hier drin. Ich lag gar nicht mal so falsch, wie ich gehofft hatte, dass ich läge. Ah, die ganzen Münzen werden in die Händlergilde gebracht und von der Händlergilde geht der Karren dann aus. Ich verstehe. Nein, bevor ich auf irgendwelche Ideen komme. Ergibt alles plötzlich so viel Sinn. Die brauchen noch ein paar Lagerhäuser. Oder die Lagerhäuser brauchen noch ein bisschen Schub. Wenn wir entsprechend jetzt also kurz mal eine riesige Menge hier erhandeln, dann geht das natürlich direkt über. Wieso funktioniert nur 19? Warum enttäuscht ihr mich? Ah, macht, was ihr machen müsst. Gebäudeausbau fertiggestellt. Denn das hier gibt uns hier mal 19 mal 4 Münzen. Normalerweise 20 mal. Ich habe keine Ahnung, warum er sich dabei hat, den Rest zu machen. Warum sind unsere Händler noch nicht unterwegs? Ich habe das Gefühl, sie sind überfordert. Maximale Anzahl erreicht? Ich glaube ja nicht, aber warum? Die kommen wahrscheinlich mit der Lieferung hier nicht klar. Ah da! Da machen sich die Händler an die Arbeit. Aber wie gesagt, 20 mal 4 ist nicht wenig. Das ist mal direkt wieder 80 Münzen, die wir kurz mal aushelfen können. So, einmal noch dazu. Damit das vernünftig funktioniert. Also hört auf mich zu verspotten. Haben wir Kleidung nicht hier rüber bestellt? Wo landet das ganze Zeug dann? Hier sind sehr viele Stoffe. Sehr viele Stoffe! Ihr scheitert an einfacher Verpflegung. Eine bessere. Nicht, dass es einen Unterschied macht, weil das Zeug kommt hier einfach nicht an. Das ist das Problem. Ist Fisch? Es gibt hier keinen Fisch. Macht man nichts. Ich würde sagen, verstärken wir die Transportwege. Warum fällt hier ein Lagerhaus? Ich habe das Gefühl, wir hatten hier ein Lagerhaus eingeplant. Ne, hatten wir nicht.
Wir haben einfach gepennt. Gut, der Transport von Nahrungsmitteln ist ein bisschen komplexer. So wirkt es zumindest. Genau, rekrutiert noch Reiter. Oh Gott, da müssen noch 100 Münzen da reingeschleppt werden. Macht es. Wir werden die Kleidung für nichts mehr brauchen, denke ich mal. 40 Münzen sind 40 Münzen, das verkürzt uns die ganze Plage, mit der wir uns befassen müssen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Vor allem muss der Karren dann von da aus noch den ganzen Weg hier entlang gehen. Verteilen wir unsere Armee mal ein bisschen. Es macht keinen Sinn, aber ich mach's trotzdem. Unsere Steine sind einfach so randvoll gefüllt, wir können da ohne Probleme kurz mal eine komplette Ader drumherum ziehen um die gesamte Welt. Also ziehen wir sie. Damit in der Theorie die Truppen in der Lage wären, sehr schnell von einer Front zur nächsten zu kommen. Okay, das Gebiet gehört uns nicht. Auch wieder Häresie ist, aber was sollen wir machen? Ich möchte meine Steine löschen, also arbeite dran. Guck mal, hier gibt es einen Steinbruch. So, jetzt für das einmal rundherum. Weil es so schön ist, schließen wir die Dinger auch noch an. Die ist schon angeschlossen. So. Und du wirst auch noch angeschlossen. Aus purem Prinzip. Weil das für Städte einfach gehört. So, jetzt können die Armeen sehr schnell reisen. Wie geht es dem Geld voran? Ja, die letzten 40 müssen gerade angeschafft werden. Unser Handel hat noch nicht stattgefunden. Wir haben so viel Gold. So viel Gold und keine Ausrede dafür, es zu besitzen. Okay, in die Richtung geht es nicht weiter, nehme ich an. Warum geht es hier nicht weiter? Da müsste auch genug Platz sein. Anscheinend allerdings nicht. Wenn das Spiel das anders sieht, wie will ich dann bitte in der Lage sein, es zu überzeugen? Aber wer? Hier müsste es passen. Will ich wissen, woran genau du hier scheiterst? Wahrscheinlich ist die Antwort nein. Triumphbogen. Aus Prinzip, ich wollte diese Rumpfstufe noch haben. Da gib mal zwei Bücher her. Ah, zwei Münzen. Alles, was noch fehlt.
Bestimmt finden wir die jetzt nie wieder. Ah, da kommen sie. Bestechungsmann, Bestechungsmann. Bringt dir schnell die Kohlen ran. So, der macht das. Ha, dann haben wir es, glaube ich. Quick Save. Machen die Leute da unten irgendwas anderes als zu singen? Huch. Ich werde nicht leugnen, dass die Grafik in dem Spiel nicht schlecht aussieht, abgesehen von den Siedlern. Die Siedler sehen irgendwie alle irgendwie aus als, also ich will nicht sagen, Playmobil-Figuren sehen erwachsen aus verglichen damit, aber Playmobil-Figuren sehen erwachsen aus verglichen damit. Ah, da kommt Bestechungsmann. Mausgeschwindigkeit. Ihr habt eine Quest erfüllt. Ja! Die Universität von Chrysalien. Abkömmlinge Drakons, meine lieben Freunde, ich freue mich, euch mitteilen zu können, das Konzil von Chrysalien war ein voller Erfolg. Zunächst einmal hat unser kleines Konzert wahre Wunder gewirkt. Meine Glaubensbrüder waren von eurer engelsgleichen Stimmen eure geistig entzückt und haben mir meine Inkompetenz verziehen. Das klingt erschreckend nach echter Politik. Eingedenk eures eindrucksvollen Einsatzes für Chrysalens Dreieinigkeit und eurer großzügigen Spende hat das Konzil schließlich eingewilligt, euer Begehr anzuhören. Ich habe meinen Brüdern von euren Großtaten berichtet und sie über eure Pläne zu einer Erhebung gegen die Doppelkönigin in Kenntnis gesetzt. Euer reines Herz und euer starker Glauben macht sie geneigt, euch zu unterstützen. Genauso wie die 500 Tacken, die wir unter den Konzilmitgliedern verteilt haben. Und der Armee vor deren Türen. Aber es gibt ein Problem. Das vergessene Königreich, nach dem ihr sucht, ist eines von Tandrins bestgütesten Geheimnissen. Nur eine Handvoll Kirchenmitglieder kennt seine Lage und nur dem, der sich als würdig erweist, wird sie offenbart. Wir haben gerade das ganze Land für dich befreit. Ich fürchte, es nicht zu machen. Wollt ihr wissen, wo das vergessene Königreich zu finden ist, müsst ihr euch mit den Prüfungen in Alt-Monheim stellen. Du gehörst geschlagen. Ihr wart siegreich. Ja! 4,5 Stunden wird das Spiel gedauert haben. Die Aufnahme ging, glaube ich, nicht ganz so lang. Und doch, die kommt ihm schon sehr nahe. Die Beschleunigung der Mausgeschwindigkeit war also nicht so krass. Das heißt, es war gerade eine sehr, sehr lange Aufnahme. Wahrscheinlich die längste Siedler 7 Aufnahme, die ich am Stück hier gemacht habe. Aber wir wollen ja irgendwann auch zu den nächsten Let's Plays kommen. Also müssen wir es irgendwann fertiggestellt kriegen. Gut, wir sind edler Spender. Haben ganz viel Geld gekriegt. Aha. Zurück zum Menü. Da wird sich Handburg aber gleich richtig darüber freuen, wenn das Ganze durchkonvertiert wird. Und die beiden sind einfach außen vor. Das heißt, wir haben noch 4 Missionen vor uns, bevor wir mit Siedler 7 durch sind. Also gut, liebe Gemeinde. Das war auch diese Aufnahme von Siedler 7, dem Chroniken von Tandrian. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn wir uns irgendwelchen kuriosen Prüfungen stellen gegen irgendwelche unfairen Gegner. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bis dann, viel Spaß und Cheerio!